Willkommen bei Smartliste. In diesem Video besprechen wir den besten Kinderstuhltest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, sieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz 5 haben wir der Subwoofer ST46 Wir Kinderstuhl. Das Gewicht dieses dänischen Kinderstuhls beträgt ca. 4 Kilogramm, bei einer Belastbarkeit von bis zu 90 Kilogramm. Die Höhe des Kinderstuhls beträgt 56 cm, die Sitzhöhe 35 cm, die Tiefe ca. 34 cm und die Breite ca. 37 cm. Das Design des Kinderstuhls beinhaltet sowohl Holz als auch Kunststoff. Die Stuhlbeine sind aus Buche gefertigt. Der Sitz ist aus Kunststoff. Im Sitz ist ein Sitzkissen enthalten, das sehr bequem ist. Die Stuhlbeine sind aus unbehandeltem Holz. Das Sitzkissen und der Hauptkörper sind beide weiß. Das Modell ist in 4 verschiedenen Farben erhältlich: weiß, pink, blau und türkis. Im Zug auf Nummer 4 haben wir der Pinolino Kinderstuhlfinner. Der Kinderstuhl Pinolino Finner hat ein schlichtes Design, das in jedem Raum eingesetzt werden kann. Der winzige Stuhl ist aus massivem Kiefernholz gefertigt und weiß und klar beschichtet. Der strapazierfähige Stuhl ermöglicht Kindern ab 18 Monaten, sich auszuruhen und bequem zu sitzen. Ob im Kinderzimmer, im Wohnbereich oder in der Küche. Die Kombination aus weiß und klar lackiertem Holz ist sehr stilvoll und ein echter Hingucker. Der Kinderstuhl ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und hält lange. Passend zum Stuhl hat Pinolino auch einen Tisch und eine Bank. Der Stuhl ist 25,5 x 25,5 x 54 cm groß und wiegt etwa 1 Kilogramm. Auf Platz 3 haben wir der IKEA IKE 401.536.99 Krite. Dieser IKEA-Kinderstuhl ist ein echter Klassiker in jedem Kinderzimmer. Das Modell Krita ist ein schlichter IKEA-Kinderstuhl. Es besteht aus einer Kombination aus Holz und Kunststoff. Der Hauptkörper des Stuhls besteht aus Massivholz. In die Rückenlehne ist ein Kunststoffteil integriert. Dieses Bild zeigt zwei entzückende Charaktere, einen Hund und eine Katze. Die Masse des Stuhls betragen 27 x 53 x 29 cm. Das Gesamtgewicht des Pakets beträgt 2,9 Kilogramm. Der IKEA-Kinderstuhl aus Holz hat eine weiß lackierte Oberfläche. Bei Bedarf lässt sich der IKEA-Krite einfach mit einem Tuch reinigen. Ein zum Stuhl passender Tisch ist ebenfalls erhältlich. Im Zug auf Nummer 2 haben wir das Mobi Kidstuhl Rot. Dieser hochwertige Kinderstuhl aus Kunststoff ist der perfekte Sitzplatz für ihre Kleinen. Das universelle Sortiment von Smoby bietet Kleinkindern und Kindern im Alter von 18 Monaten bis 8 Jahren eine sichere und angenehme Umgebung, egal ob sie spielen, malen, basteln oder lesen. Der Kinderstuhl ist auf Langlebigkeit ausgelegt. Es ist aus hochwertigem, witterungsbeständigem Kunststoff gefertigt. Infolgedessen kann der Stuhl, wenn es ein wenig verrückt wird, Schläge einstecken. Dadurch ist der Kinderstuhl auch für den Außenbereich geeignet. Das Material ist UV-beständig und behält seine leuchtende Farbe über einen längeren Zeitraum. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir der Bomi Holzsitzgruppe für Kinder. AMÜ, eine Kindersitzgruppe aus Holz, ist ein funktionelles Set. Es besteht aus einem Tisch und zwei Kindersitzen. Natur, Weiß, Kolonialbraun und Anthrazitgrau sind die 4 verfügbaren Farben für das Kindersitzset. Der Hauptkorpus ist weiß, während die Stühle und die Tischplatte in der gewählten Farbe erhältlich sind. Stühle und Kindertische haben weiche Kanten und Ecken, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Die starken Stühle haben einen stabilen Stand, sodass auch ein unruhig sitzender Jugendlicher nicht umfällt. Das Set ist laut Hersteller für Kinder im Alter von 24 Monaten bis 10 Jahren geeignet. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht, unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.